Guten Morgen, meine Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur konstituierenden Sitzung des 18. Deutschen Bundestags. Parlamentarischer Brauch ist es, dass der Älteste die Älteste die Versammlung eröffnet und die Leitung übernimmt, bis der Bundestag seinen neuen Präsidenten gewählt hat. Paragraph 1 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags sieht dies vor. So darf ich Sie fragen. Ich bin geboren am 1. Dezember 1935, dem ersten Adventssonntag. Ist jemand früher geboren als ich? Hier im Haus, vielen Dank. Ja. Ein wichtiger Hinweis. Ich hatte schon zahlreiche Vorfahren gehabt. Ist hier im Haus jemand früher geboren? Wenn dies nicht der Fall ist, habe ich die Ehre und die Freude, mit Ihnen zusammen in meiner Eigenschaft als Alterspräsident die erste Sitzung der 18. Wahlperiode zu eröffnen. Ich begrüße den Präsidenten, den Herrn Bundespräsidenten. Herr Bundespräsident, wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Des Weiteren begrüße ich den Herrn Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Ich begrüße den Altbundespräsidenten Herrn Dr. Horst Köhler. Ich begrüße herzlich die ehemalige Präsidentin unseres Deutschen Bundestags, Frau Dr. Rita Süssmuth. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, den ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestags, Herrn Dr. Wolfgang Thierse, zu begrüßen, der heute mit uns seinen 70. Geburtstag feiert. Lieber Herr Thierse, wir haben diesen Termin nicht gewählt, weil Sie Geburtstag haben. Aber es ist wahrscheinlich die schönste und angemessenste Form für einen ehemaligen Präsidenten, seinen Geburtstag zu feiern mit der Gesamtheit des Parlaments, das ihm applaudiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße herzlich die zahlreichen Gäste auf der Tribüne. Bis zur Beschlussfassung über die Geschäftsordnung, die sich der 18. Deutsche Bundestag nach der Wahl des Bundestagspräsidenten geben wird, verfahren wir nach den Regeln, die für den 17. Deutschen Bundestag gegolten haben. Nach Absprache mit den Fraktionen benenne ich als vorläufige Schriftführerinnen und Schriftführer die Damen und Herren Abgeordnete. Das dauert jetzt ein bisschen. Frau Doris Barnett, Herr Klaus Brämig, Frau Petra Krone, Frau Elvira Dobrinski-Weiß, Herr Harald Ebner, Herr Dr. Thomas Feist, Herr Ingo Gädichens, Herr Markus Grübel, Herr Florian Hahn, Herr Volkmar Klein, Herr Jens Köppen, Frau Daniela Kolbe, Herr Paul Lehrieder, Frau Sabine Leidig, Herr Steffen Claudio Lemme, Herr Thomas Lutze, Frau Karin Mark, Frau Maria Michalk, Frau Beate Müller-Gemecke, Herr Eckhard Polz, Herr Stefan Rebmann, Frau Annette Savade, Frau Marianne Schneider, Frau Nadine Schön, Frau Carola Strauche, Frau Kerstin Tack, Frau Katrin Vogler, Frau Sabine Weiß, Herrn Peter Wichtel. Die Abgeordneten Jens Köppen und Frau Doris Barnett bitte ich, zu meiner Rechten und zu meiner Linken Platz zu nehmen. Sind Sie da?
Na also, ich war schon in Sorge. Herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit kommen wir gemäß alten Brauch zu einer kleinen Rede des Alterspräsidenten, wobei mir mein Fraktionsvorsitzender dringend empfohlen hat, die Nähe des Mikrofons nicht zu verlassen. Das ist eine kritische Einschränkung, die der ganzen Rede ein höheres Maß an Formalität verleihen wird. Aber der Würde der Stunde ist es vermutlich gemäß. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine Ehre und eine Freude, mit Ihnen den 18. Deutschen Bundestag zu eröffnen. Ich begrüße alle, die schon viele Jahre unsere Mitstreiter gewesen sind und die neu dazugekommen sind und in eine faszinierende Arbeit starten. Ich denke auch an die Kollegen, die hier nicht mehr im Parlament sind. Die FDP hat seit Beginn der Bundesrepublik aus dem Parlament in liberalen Geist deutsche Politik mitgestaltet. Sie ist nicht mehr vertreten. Aber alle ehemaligen Kollegen bleiben uns in Freundschaft und in Herzlichkeit verbunden. Alle ehemaligen gehören genauso zu unserer Gemeinschaft. Und wir danken Ihnen für die Arbeit, die Sie über Jahre für uns und mit uns geleistet haben. Unsere Arbeit beginnen wir heute in einer unübersichtlichen Zeit. Aber Deutschland ist stark in der Gemeinschaft Europas. Wir haben kritische Jahre bestanden. Wir haben mehr Arbeitsplätze, als wir sie jemals hatten. Unsere Industrie ist stark, innovationsstark auf den Weltmärkten. Die Schuldenbremse, wie wir sie ins Grundgesetz geschrieben haben, beginnt zu wirken. Und über all dem ist es uns gelungen, in schwieriger Zeit den sozialen Frieden in unserem Land zu bewahren. Unsere politische und gesellschaftliche Kultur hat sich in diesen Jahren bewährt. Wir haben eine Tarifpartnerschaft, die aus Konflikten gemeinsame Lösungen erarbeitet. Wir haben inzwischen eine Wissenschaft, die sich einlässt in die öffentliche Debatte zu Klima und Umwelt, zu den Finanzmärkten, zum Umgang mit menschlichem Erbgut. Wir haben eine Qualitätspresse, die jenseits von Twitter und 30-Sekunden-Statements Orientierungswissen erarbeitet, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Wir haben einen Rechtsstaat und eine tüchtige Verwaltung. Und wir haben diese repräsentative Demokratie, dieses Parlament, mit Männern und Frauen aller Altersstufen, aus den unterschiedlichen Berufen, von den verschiedenen Herkünften, mit verschiedenen Interessen, mit verschiedenen Neigungen, mit verschiedenen Wertesystemen, so vielfältig wie das deutsche Volk. Und diesem Parlament ist anvertraut, für die nächsten Jahre unsere Zukunft zu bauen. In einer idealen Welt könnte man sich hier vorstellen, dass vielleicht noch einige mehr Naturwissenschaftler oder Betriebsräte oder Unternehmer dabei sind. Auch diese sollten wissen, dass die Zukunft ihrer eigenen Arbeit hiermit entschieden wird. Aber so sind wir jetzt gewählt, wie wir hier sind. Und so werden wir die Arbeit von uns aus angehen. Da hat jeder von uns die einzelnen Themen, die ihm besonders am Herzen liegen. Ich freue mich, dass in vielen Wahlprogrammen hier die steuerliche Forschungsförderung steht, die Förderung von Unternehmensgründung, das schnelle Breitband für alle Gemeinden in unserem Land.
Da darf man sich doch freuen und dankbar sein. Jetzt müssen wir es nur machen, gell? Die Schönheit eines Programms darf sich nicht hier am Wahltag erschöpfen, gell? Dann geht's erst los. Und zwar mit fröhlichem Unternehmungsgeist. Zugleich stehen wir vor übergeordneten Herausforderungen komplexester Art, von denen ich nur einige, ganz wenige ansprechen kann. Es gibt viele jenseits dessen, was ich berühre. Den demografischen Wandel als Chance zu begreifen, da sind wir noch nicht ganz fertig, gell? Den demografischen Wandel als Möglichkeit eines reicheren und vielfältigeren Lebens zu verstehen. Eine neue Lebensphase, die uns geschenkt ist. Bei Gesundheit oft, hoffentlich bei hellem Geist. Das ist eine Chance neuer Art. Da kann man reisen, da kann man angeln. Es gibt Leute, die gehen zum Ehrenamt. Wenn Sie in Ihren Vereinen, wenn Sie in Ihren Gemeinden, wenn Sie in den Nachbarschaften umschauen, es sind die Älteren, es sind Frauen und Männer, die die Vereine zusammenhalten und die Nachbarschaften menschlich gestalten. Es soll auch möglich sein, wenn einer das mag, jenseits einer Rentengrenze zu arbeiten. Ein exotischer Einfall, wie ich zugebe. Aber es gibt hier viele Wissenschaftler, es gibt Mittelständler, es soll sogar Abgeordnete geben, die Freude daran haben, jeden Tag wieder aufzustehen und das, was sie gelernt haben, zu verwirklichen in einer Gesellschaft, die aus ihrer Vielfalt lebt und durch ihre Vielfalt reich ist. Und das soll die Grundlage auch für unser Denken über die Grenzen des einzelnen Fachhauses sein. Der demografische Wandel, das stellt auch die Jungen, stellt auch unser Bildungssystem in einen neuen Zusammenhang, den man bedenken muss. Wenn 6% eines Hauptschuljahrgangs ohne Abschluss die Schulen verlassen, dann ist es nicht nur eine Frage des Fachkräftenachwuchses oder der volkswirtschaftlichen Statistiken. Es ist eine Frage der Lebenschancen von Menschen, der Chancen aus eigener Tüchtigkeit und eigener Verantwortung, ihre Zukunft aufzubauen und aus eigener Verantwortung in unserer Gemeinschaft zu leben. Und das müssen wir ermöglichen. Das ist nicht ein einziges Rezept. Das ist die Frage der Gestalt und Menschlichkeit unserer Gesellschaft selbst, an der wir zu bauen haben. Denn das große Versprechen der sozialen Marktwirtschaft ist immer der Aufstieg gewesen, die Chance für Aufstieg. Dem müssen wir gerecht werden. Deshalb arbeiten wir an leichteren Übergängen in der Ausbildung. Deshalb werben wir für lebenslanges Lernen, denn jeder wird in seinem Leben den Beruf noch öfter mal wechseln müssen. Er muss sich neu erfinden. Wir haben bei den Frauen die höchste Beschäftigungsquote in Europa nach Schweden. Auch hier Aufstieg zu ermöglichen, Durchlässigkeiten, Familie und Beruf besser vereinbaren zu können, die Voraussetzung zu schaffen, dass hier auch eine echte und lebendige Wahlfreiheit herrscht. Das gehört dazu. Und wir wollen sie auch hier für die technischen Berufe mehr gewinnen. Denn hier werden die Gehälter doch noch etwas besser sein als in anderen Bereichen. Und Männer und Frauen sollen gleichermaßen die Chance haben, das zu verwirklichen, was sie können, und ihr Leben zu bauen. All das hilft, Wachstum und Wohlstand und Arbeitsplätze zu bauen. Aber vor allem, es dient der freien Wahl.
der eigenen Chancen auf Lebensglück, auf Lebensgestaltung, auf Gestaltung der eigenen Zukunft. Ein zweites: Wir haben die Energiewende beschlossen. Vielleicht war sich nicht jeder drüber klar, was für ein Riesenprojekt wir hier angegangen haben. Aber es ist entschieden. Der Streit um Kerntechnik ist entschieden. Und jetzt haben wir konkrete Aufgaben. Kurzfristig auszusteigen aus Kernenergie, 10 Jahre. Mittelfristig aus Kohle und Öl. Massiv Energie einzusparen. Das Reich der erneuerbaren Energien zu errichten. Eine Aufgabe von äußerster Komplexität. Wenn uns dieses in der knappen Frist, die wir uns gesetzt haben, gelingt, wenn dies uns bei erträglichen Kosten gelingt, dann haben wir eine einzigartige Chance für unsere Industrie auf den Weltmärkten. Einige erinnern sich noch, in den 90er Jahren ist dies uns in einer anderen Frage bei Umwelttechnik geglückt. Und hieran zu arbeiten, dass Wirtschaft und Umwelt nicht nur versöhnt werden, sondern in eins gegossen werden, sodass das insgesamt aus einer einzigen Strategie erfolgreich Zukunft gestaltet. Das wird eine Aufgabe sein, mit der wir uns in der kommenden Periode mit größter Intensität befassen müssen. Ein drittes: Wir müssen Europa zusammenhalten und wir stark machen. Denn nur dann bleibt auch Deutschland stark in der globalisierten Welt. Im Ziel sind wir uns da alle einig. Der heilige Thomas sagt, es wird schwierig, wenn es konkret wird. Gell? Da haben wir in den vergangenen Jahren über schwierigste Debatten Schritt für Schritt vernünftige Entscheidungen aufgebaut. Da gibt es keinen Masterplan, da gibt es keine einfache Lösung. Aber da gibt es die Notwendigkeit, aus Prinzipien und grundsätzlichen Überlegungen wieder die Gemeinschaft neu zu erfinden. Deutschland hilft. Und wir haben hier uns durchaus mit erheblichen Belastungen und Risiken, die den Bürgern Sorge machen, in diese Diskussion begeben. Aber solange das Prinzip steht, dass die Hilfe nur dann wirksam wird, wenn jeder der Staaten, die in schwieriger Situation sind, die Möglichkeit findet, aus eigener Kraft mit größten Anstrengungen wieder herauszubringen, eigenverantwortlich seine Zukunft zu starten, dass er wieder Partner wird in unserem gemeinsamen Europa und Seite auf Seite mit uns gemeinsam in die Zukunft schreitet, dann werden wir Europa wieder so haben. Es ist kein Konzept einer dauerhaften Wohltat. Es ist ein Konzept der Investition in eine Zukunft, die wir brauchen und die die Menschen in unseren Ländern brauchen. Und da gehören wir alle dazu. Denn das ist nicht nur eine Frage unserer Wirtschaft und unserer Arbeitsplätze und die Stabilität des Euro. Es ist die Frage des Erhalts der großen und Vielfalt der europäischen Kultur, die zum Wohlstand der Menschheit vieles beigetragen hat, zur Demokratie, zu Menschenrechten, zu Wissenschaft, zu Technik, zum Verständnis unserer Welt und zur Gestaltung unserer Zukunft aus Verantwortung. Und ein letztes, wenn ich dies sagen darf: Wir müssen die Wissensgesellschaft so aufbauen, wie wir es in den vergangenen Jahren schon angelegt haben. Wir haben Milliarden investiert, zusätzlich in Bildung und Forschung. Wir haben neue Paradigmen aufgestellt. Wir haben die Idee des Wettbewerbs mitten in die wissenschaftliche Community mit immer stärkerer Kraft getragen. Unsere Wissenschaft ist besser geworden. Aber wir stehen in einem Wettlauf in einer offenen Welt.
Und den Innovationswettlauf, den kann nur der gewinnen, der Wachstum aus Intelligenz begründet. Wir können nicht billiger sein und wir wollen es nicht. Da müssen wir schneller und besser sein als andere. Der Wettlauf optimiert die Tüchtigkeit, aber man muss ihm standhalten. Und daran werden wir zu arbeiten haben, auch im Gespräch mit den Bundesländern. Gell? Da könnten hier einige interessante Paragraphen anstehen, auch Artikel im Grundgesetz. Und ich sehe mit großer Faszination diesen zukunftsweisen Gesprächen entgegen, wo wir aus Überzeugungskraft und im gemeinsamen Ziel Deutschland so neu erfinden, dass mit verteilten Rollen, aber gemeinsamer Verantwortung die Zukunft unter unseren Händen entsteht. Dazu müssen wir immer neue Problemlösungen erfinden. Neue Produkte, neue Verfahren, neue Märkte. Daraus müssen wir Zukunft gestalten und Arbeit und Wohlstand und soziale Gerechtigkeit in unserem Land erhalten. Denn dies geht dann, wenn wir die Grundlagen hier festhalten und jeden mitnehmen. Das gelingt dann, wenn von dem Unternehmungsgeist und der Schaffenskraft, die wir in unseren Instituten, in unseren Unternehmen immer wieder finden, ausstrahlt in die Gesellschaft. Manchmal scheint mir die Gesellschaft entspannter, manchmal scheint sie mir etwas verzagter zu sein als die Bereiche, in denen jetzt wirklich Zukunft geschaffen und gearbeitet wird. Und das hier rauszutragen in einer einzigen gemeinsamen Bereitschaft ist nicht nur die Aufgabe der Politik, gell? Politiker sind nicht immer überzeugend. Unser Ansehen in der Öffentlichkeit ist noch nicht oberhalb dem der Bischöfe, gell? Da müssen wir noch arbeiten. Aber wir haben hier durchaus die Pflicht, alle anderen, die hier in der Öffentlichkeit prägen und Meinungen bilden, dafür zu gewinnen, im gleichen Geist zu arbeiten. Und dabei müssen wir jeden mitnehmen in diese neue Welt, die wir jetzt kriegen, die wir hoffentlich schaffen können. In der realen Welt und in der virtuellen Welt. Und das sind für Junge ganz andere Herausforderungen als für die Alten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, so wollen wir die Legislaturperiode beginnen mit Tatkraft und Zuversicht. Im Bundestag mit dem Willen zur rechtzeitigen Entscheidung, mit der Bereitschaft zum Streit, wenn der Streit die Sache klärt, mit der Fähigkeit zum Kompromiss, denn Stillstand darf nicht sein. Das ist hier im Bundestag. Aber wir leben auch drüben in unserer deutschen parlamentarischen Gesellschaft, im Reichstagspräsidentenpalais. In diesem einzigartigen, wir haben es nachgeprüft, so etwas gibt es nicht weltweit, in diesem einzigartigen Club der Parlamentarier, wo die offene Rede erlaubt ist, das ungeschützte Wort, wo man nicht wägen muss, ob einem anderer einem irgendwas nachredet, wo man gemeinsam arbeiten kann und gemeinsam feiern kann, wo die Kollegen jenseits der Grenzen der Parteien sich treffen. Es ist gut für Deutschland, wenn fraktionsübergreifend die Abgeordneten Deutschlands auch ein Bier miteinander trinken. Das kann hilfreich sein für die Zukunft unseres Landes jenseits des Biers. So lassen Sie uns die Legislaturperiode beginnen, wenn ich dies sagen darf. Auch mit dem Dank gegenüber unseren Lebenspartnern. Wir haben eine seltsame Art der Arbeit, zeitlich chaotisch, in den Überraschungen ziemlich einmalig.
Nicht immer steht man so fröhlich auf, wie man ins Bett gegangen ist. Aber das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Aber dass unsere Partnerinnen und Partner dieses ertragen, mit Geduld, oft mit Sanftmut, meist mit Verständnis, durchaus auch mit Liebe, das ist eine der großen Leistungen, die es uns erst möglich macht, das zu tun, was wir tun wollen. Meine Frau, die oben auf der Tribüne sitzt, weiß genau, wovon ich rede. Und so lassen Sie uns diese Periode beginnen im ständigen Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, damit der Populismus simpler Lösungen nicht Raum greift. Im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott und den Menschen, wie das Grundgesetz es sagt. In einem Geist von Tatkraft und Gestaltungsfreude, der vom Bundestag ausstrahlt in unser Land. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Lassen wir uns daran arbeiten, dass Deutschland auch in den kommenden 4 Jahren ein guter Ort ist, zu leben und zu arbeiten und Kinder großzuziehen. Und dass Deutschland auch in Zukunft ein guter Partner ist für die vielen unterschiedlichen Nationen in einer offenen Welt. Ich kenne keine schönere Aufgabe, denn als Abgeordneter mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Bürgerinnen und Bürgern, an dieser Aufgabe zu arbeiten. Und so möge es uns wiederum gelingen, in unterschiedlicher Rolle, in gleicher Leidenschaft für die Sache und in gemeinsamer Verantwortung. Ich danke Ihnen.